Die folgende Belehrung ist die dritte einer Reihe von Rigpa-Links, die auf dem Text Glück und Leid in Erleuchtung verwandeln, von Dodogchen Jigme Tenpe Nyima basieren. Der Titel lautet Glück und Leid in Erleuchtung verwandeln, auf Tibetisch Chi Duk Lam Chel. Das war der tibetische Titel. Chi means happiness. Chi heißt Glück. Bona dukse. Duk heißt Leid. Lam ist Pfad. Lam ist der Pfad. Chair means to. Chair heißt to carry or to take. Bringen, tragen oder nehmen. Basically it means to take suffering. Grundlegend heißt das, Leid zu nehmen oder was immer in einem im eigenen Leben geschieht, be it happiness or suffering, sei es Glück oder Leid, this teaching shows how to take it diese Belehrung zeigt einem, wie man das auf den Pfad nehmen kann. And take it onto the spiritual path, man es auf den spirituellen Pfad oder auf den Pfad nehmen kann use it in the best possible way, und auf bestmögliche Art und Weise benutzen kann, it is of ultimate benefit, sodass es von letztendlichem Nutzen ist, to you and to others, sowohl für einen selbst als auch für andere. For example, many great masters often say, viele große Meister sagen zum Beispiel oft, dass ein wahrer Dharma-Praktizierender, also Dharma ist das Wort für spirituell im Buddhismus. Wahre Spiritualität ist Dharma. Also ein wahrer Dharma-Praktizierender ist jemand, der in der Lage ist, alles auf den Pfad zu nehmen. Alles, was auch immer geschieht, was immer geschieht, was immer dir geschieht, wenn du in der Lage bist, das zu verwandeln, wenn du es auf den Pfad nimmst, wenn du es zur Praxis machst, was immer geschieht, sei es Glück oder Leid, du bist in der Lage, um es erst einmal ganz einfach auszudrücken, und dann sage ich etwas eleganter, um wirklich Nutzen zu ziehen aus allem, was immer geschieht. If you have that incredible thing the teaching has, was Unglaubliches an den Lehren ist, dass sie die Weisheit besitzen und die geschickten Mittel, und tatsächlich das zu benutzen, was immer auch kommt. Was immer dir auch begegnet. Selbst Leid kann dir nutzen. Nicht nur Glück. Das ist das Unglaubliche daran. Was immer dir begegnet. Wenn du das entwickelt hast, diese Stärke, diese Fähigkeit, dann, was immer dir begegnet, du kannst damit umgehen. If you have that inside you, wenn du das in dir hast, diese Fähigkeit, wisdom, diese Weisheit, diese Einsicht. Because when you talk about wisdom, dann spricht man über Weisheit und geschickte Mittel, dann sind geschickte Mittel tatsächlich Mitgefühl. Wenn man aus der Weisheit auf geschickte Art und Weise handelt, dann ist das Mitgefühl. Mitfühlende Handlung. Wenn man diese Fähigkeit besitzt, und wir alle besitzen das Potenzial zur Erleuchtung. Das wisst ihr ja aus den Belehrungen vom Grund. Das Unglaubliche ist, weil wir eben die Buddha-Natur haben, denn hätten wir die Buddha-Natur nicht, es gibt eine wunderbare Redensart unter den großen Meistern der Vergangenheit. Da heißt es, der Grund ist die Buddha-Natur, denn wir haben diese Buddha-Natur. Die Basis ist dieser kostbare menschliche Körper. Dieser menschliche Körper, auch wenn wir uns oft darüber beschweren, ist doch das Unglaubliche daran, wir haben einen Geist, wir haben Intelligenz. And also it's because of the intelligence. Das ist auch aufgrund unserer Intelligenz, wenn die missbraucht wird, dann deshalb gibt es auch Ignoranz. Ihr kennt ja die Geschichte aus den Lehren über den Pfad. Also wenn die Erkenntnisfähigkeit missbraucht wird, ist sie die Quelle der Verwirrung. Es ist genau die Intelligenz selbst, wenn sie missbraucht wird, ist sie Ignoranz. Je intelligenter man ist, desto ignoranter kann man werden, if you misuse it. Wenn du das missbrauchst. Look at now, you know? Look at the incredible Schau dir doch mal intelligence an, diese unglaubliche Intelligenz, auch im Bereich der Wissenschaft. They didn't have this, that one
Es gibt so viele Dinge, die es vor 1000 Jahren noch nicht gab. Ist doch unglaublich. Aber umso mehr Schaden kann man auch anrichten. Es kann umso mehr Gutes tun, aber es kann auch umso mehr Schaden anrichten. Wir haben also diese innewohnende Intelligenz, diese innewohnende Weisheit. Unsere wahre Natur ist die Buddha-Natur. Buddha-Natur bedeutet diese unglaubliche Weisheit. All die Qualitäten, die einen Buddha zum Buddha machen, das haben wir alles. Zum Beispiel, ihr bewundert doch den Dalai Lama, er ist doch unglaublich. Was immer der Dalai Lama hat, das haben wir auch. In unserem Fall allerdings ist das verborgen, ist versteckt, verdeckt. Ist verborgen. So, because we have this potential, weil wir dieses Potenzial besitzen, that's why these teachings are, daher sind die Lehren eine Art und Weise, wie man es zum Vorschein bringt. And when we have these teachings, und wenn wir diese Lehren haben, they can empower us, dann können sie uns ermächtigen, strengthen us, bestärken, uns zeigen, uns die Augen der Weisheit öffnen. And the compassionate way, und uns mitfühlende Wege zeigen, um mit uns selbst umzugehen. Und auch mit anderen. Dadurch bringen sie Glück, sowohl uns selbst als auch anderen. Was, glaube ich, sehr wichtig ist. Sometimes I think one of the really the I think the one of the main problems we have. Ich glaube, eins der Hauptprobleme, die wir haben, speziell im Westen, ist, wir fühlen uns nicht gut mit uns selbst, oder? You don't feel well in your own skin. Ihr fühlt euch nicht wohl in eurer eigenen Haut. And what happens? Und was passiert? All these negative thoughts. Ihr habt all diese negativen Gedanken. And all these things that have turned against you. Und all das wendet sich gegen dich. Really, one thing about incredible thing about these teachings. Ja, das ganze Unglaubliche an diesen Belehrungen ist, dass sie dir zeigen, wer du bist. Empowers you. Bestärkt dich. And give you really a self-esteem. Gibt dir wirklich ein Selbstwertgefühl. And confidence. Zuversicht in dich selbst. Because each of us, denn jeder von uns ist einzigartig. Extraordinary. Außergewöhnlich. Jeder Einzelne. Do you understand? So that really through these teachings, wirklich durch diese Belehrungen, wenn wir diese Weisheit haben, dieses Mitgefühl, dann würde es sich ausstatten, rüsten, mit den Mitteln, so dass was immer dir begegnet, sei es Glück oder Leid, dass du in der Lage bist, es zu einem Nutzen zu verwandeln. Wenn ich jetzt sage, zu einem Nutzen zu verwandeln, dann ist das nicht für einen selbst nur, sondern auch zum Wohle der anderen. Thus really bringing about become the source of happiness. Now, und so wird es das Quelle des Glücks. Whatever comes, be it suffering or happiness. Interesting. Tatsächlich interessant. Es fängt ja zuerst einmal mit Glück an im Titel. You might say, well, with suffering maybe. Und jetzt sagt ihr vielleicht, okay, mit Leid, da muss man arbeiten, das muss man verwandeln. Aber Glück? That's all right. Das ist doch in Ordnung. Happiness we like, but the trouble Glück mögen wir doch. Das Problem ist nur, dass Glück manchmal wirklich das Problem ist. Oder ganz einfach ausgedrückt, was Leid verursacht, ist ein Hängen am Glück. Und die Abneigung gegenüber Leid. Diese beiden verursachen Leid. Das kommt später. Und das Unglaubliche an dieser Belehrung ist, dass man alles nimmt, was einem begegnet, man nimmt es auf den Pfad. Das heißt, wenn man jetzt sagt, auf den Pfad, dann heißt das, dass man es zu einer Quelle des Nutzens verwandelt. Man bezieht wirklich den besten Nutzen daraus. Whatever happens, was immer geschieht, transform into therefore the source of, how do you say, man verwandelt es, so dass es zu einer Quelle von Nutzen wird. Einem Nutzen für einen selbst und andere. So, also to put another way, um es anders auszudrücken, was immer dir in deinem Leben geschieht,
Diese Belehrung zeigt dir, wie du es zu einem Teil deiner Reise machen kannst. Der grundlegende Punkt dieser Lehren ist, wie man unerwünschte, ungünstige Umstände benutzt, die Umstände des Lebens, als tatsächliches Material für das Erwachen. Daher ist das kostbare Geschenk dieser Lehren, dass was immer geschieht, nicht als eine Unterbrechung gesehen wird oder als Hindernis, sondern als eine Möglichkeit, um uns aufzuwecken. Wenn wir jetzt sagen, aufwecken, das heißt jetzt nicht einfach nur aufwecken. Also aufwecken heißt einfach, uns zu verbessern. So with this, with the help of this kind of training, mit Hilfe solch einer Art von Training können wir lernen, selbst mit großen Problemen umzugehen, wenn sie sich erheben. Such as sickness, die Krankheit, all the Unglück. I won't go to name of the depressing things. Ich werde jetzt nicht all die deprimierenden Dinge auflisten, alle Krisen und alle Schwierigkeiten zu verwandeln, die wir um uns herum finden, um einfach ausgedrückt, einen Weg zu finden, um glücklich zu sein. Der Dalai Lama zitiert immer, er sagte immer, ein großer tibetischer Lehrer des Geistestrainings, also all diese Belehrung, die gesamte Belehrung fällt in die Kategorie des sogenannten Geistestrainings, Lojong. Denn wenn man es sich betrachtet, Glück und Leid hängen davon ab, wie unser Geist etwas wahrnimmt, wie wir mit den Dingen umgehen und mit unserer Haltung. Der Dalai Lama wird oft gefragt, was ist die Kunst des Glücklichseins? Und ich habe ihn schon oft sagen hören, gewiss, Glück oder Leid hängen zu einem gewissen Ausmaß von äußeren Umständen und Situationen ab. Doch letztendlich hängen sie vom Geist ab, wie der Geist die Dinge wahrnimmt. Zum Beispiel, sagen wir einmal, wenn deine Umstände nicht so gut sind, dann sagst du vielleicht, wie kann das Verwandeln meines Geistes mir in meinen Umständen helfen? Zuerst einmal, selbst wenn deine Umstände schwierig sind, wenn du das auf gute Art und Weise angehst oder verstehst, denn manchmal heißt es, der Grund, warum wir Leid erleben oder Schwierigkeiten, ist, dass es ein Resultat eines vergangenen Karmas ist. Wenn das also geschieht, wenn du es willkommen heißen kannst und es als Reinigung betrachten kannst, als ein Beenden eines alten Karmas, dann wird es die Geschichte schneller beenden. Dann werden die Schwierigkeiten verschwinden. Wohingegen, wenn du Schwierigkeiten hast und du dann wirklich richtig drin stecken bleibst, wenn du es nicht wirklich im wahren Sinne verstehst, also nicht als Reinigung verstehst, dann einfach nur als Schwierigkeiten und du eine gewisse Aversion entwickelst, sagst, das will ich nicht, das ist zu hart, das ist zu schwierig, wenn du so weitermachst, dann wird es das wirklich blockieren. Und dann kann keine Reinigung stattfinden. Statt dass sich das dann reinigt, dann wirst du noch ein größeres Leid schaffen. Speziell wenn es um Sorgen geht, Furcht, all diese Dinge lassen uns noch mehr leiden als notwendig. Erinnert euch an die Geschichte, die ich immer erzählt habe von Indien? Wirklich in den Tagen, so in Anfang der 60er oder in den 60ern, da musste man immer Impfungen haben, so von Pockenimpfungen und so weiter. Wenn man
den Arm des Dalai Lama sieht, dann sieht man auch, er hat große Impfnarben. Ich habe auch so große Impfnarben. In Indien, da, dann wurde man geimpft und dann ist man erstmal ein paar Tage krank, also wirklich so kraftvolle Impfungen. Und speziell in Indien, da musste man so viele Impfungen haben. Wir hatten einen Lehrer, einen indischen Lehrer, einen Bengali-Lehrer, ein wunderbarer alter Mann. Ein Gentleman, aber er hasste Spritzen, er hatte solche Angst davor. Wir hatten diese Schweizer Pater. Ich war in dieser katholischen Schule mit Schweizer Patern. Und da gab es einen, der hieß Pater Bussien. Der war recht rundlich, ziemlich vergnügt, fidel. Und ja, das vergesse ich nie. Ich sagte mal, ey, der Daus Sapperlot, geht in den Schlafsaal und zieh dein Pullover an. Und er war so richtig groß und... Anyway, so this one, also dieser Majumdar, Mr. Majumdar hieß er. Und er musste gehen und eine Spritze bekommen. Und dann ging er dorthin und wurde ihm gesagt, ah, Mr. Majumdar, keine Sorge, das ist schon okay, nimm dieses Stück Schweizer Schokolade. Denn Schweizer Schokolade war etwas ganz Besonderes, ganz selten. Ein Bonbon, und dann hat er das Stück bekommen, und dann war er so glücklich, oh, danke, Pater. Er hat das in den Mund gesteckt, und das hat ihn völlig abgelenkt. Und weil er, während er so ganz aufgeregt war, da war er wirklich ganz offen mit diesem Stück Schokolade im Mund. Und dann sagte der Pater, oh, ich werde 1, 2, 3 zählen, und dann werde ich dich spritzen. Ja, Pater. Die Schokolade ist so gut, oder? Dann zählt er. 1, 2, 3 und hat schon beim ersten Mal gespritzt. Und er hat ganz gemerkt. Also der Schmerz selbst war gar nicht so groß. Dann ist die Furcht davor, die das übertreibt. Manchmal ist das Leid oder die Schwierigkeit vielleicht nur 15% groß oder 10%, aber unser Geist übertreibt das. Es ist das Anwachsen auf 100% oder 200%. Speziell, wenn man das immer wiederholt. Oh, das will ich nicht. Sagen wir zum ersten Mal erlebst du einen Schmerz, dann spürst du einfach den Schmerz und dann sagst du, oh nein, das will ich nicht, nein, ich will das nicht. Wenn das dann wiederkommt, dann nein, ich will das nicht. Nächstes Mal, dann wird das immer schlimmer. Nach einer Weile brauchst du gar kein Leid mehr. Selbst wenn Leid nur um die Ecke schaut, dann springst du schon hoch. So ein bisschen, wenn du die Haut abgeschürft hast. Ja, du brauchst, selbst wenn jemand nur drauf pustet, dann tut dir das schon weh. Oder wenn du ein kleines Härchen nimmst und du es damit berührst, fängst du an zu schreien. Du bist also so überempfindlich. Das heißt, dann hast du keine Geduld, keine Ausdauer. Dann hast du nicht diese geistige Stärke, sondern Aversion. Das gleiche gilt für Glück. Es ist das Anhaften am Glück. Das lässt uns, lässt uns wirklich leiden. Nicht nur das, dadurch können wir das Glück gar nicht wirklich wertschätzen. Es gibt eine berühmte Redensart in den Lehren. Ein großer Heiliger sagte, Menschen können eine Menge Leid ertragen, aber sehr wenig Glück. Weil wir es gar nicht verstehen, das Glück wirklich uns daran zu erfreuen. Wir verschwenden es. So ein großer Meister des Geistestrainings, das Trainieren des Geistes, wenn man in der Lage ist, den Geist zu trainieren, dann wirklich in Compassion. Also den Geist trainieren in Mitgefühl. Manchmal spricht man vom Training in Mitgefühl, aber es ist nicht nur Mitgefühl, sondern Weisheit und Mitgefühl. Dann kann man sehr kraftvoll werden. Dann kann man wirklich diese Fähigkeit haben, wie zum Beispiel der Dalai Lama. Er hatte so viel, speziell in den Anfangszeiten, mit der tibetischen Situation, mit all den Flüchtlingsproblemen, so viel. Heutzutage natürlich ist der Dalai Lama sehr berühmt.
You know, everybody wants to meet Jeder Lama. Möchte gerne den Dalai Lama in treffen. Days, Damals there were very few friends. Hatte er sehr wenig Freunde. We were in the worst condition. Wir befanden uns unter den schlimmsten Bedingungen. Tatsächlich starben mehr Tibeter in Indien in der Hitze als auf der Flucht. Wirklich unglaublich. Also die Situation der Tibeter hat sich sehr verbessert, aber damals gab es so viele Schwierigkeiten. Wenn immer große Schwierigkeiten auftauchten, dann sagte er immer, ich schaue mir das Leben großer Meister an. Und wenn ich ihr Leben sehe, sehe, was sie durchmachen mussten, dann habe ich das Gefühl, das, was ich hier durchmache, ist so klein, so wenig. Es gibt mir wirklich Inspiration und Mut. Also er hat dieses Training hinter sich, er hat diese Lehren. Und die haben ihn zu dem gemacht, was er als Dalai Lama jetzt ist. Er ist wirklich ein lebendiges Beispiel dafür. Er sagt, ich bin immer glücklich. Seine Gesundheit ist sehr gut. Er ist jetzt fast 70, aber er ist so fit wie jemand, der 40 Jahre alt ist. Er ist unglaublich robust. Und wirklich glücklich. Und warum? Aufgrund dieses Trainings. Und ihr könnt sein wie der Dalai Lama. Wirklich. That's the difference between das ist der Unterschied zwischen Buddhismus und anderen Religionen. In, other religions, in anderen Religionen, wie zum Beispiel dem Hinduismus, kann man nie, selbst wenn man zu Vishnu betet oder Brahma, kann man nicht wie Brahma werden. Man kann nicht genau wie Brahma oder Vishnu werden. Whereas Buddhism, während im Buddhismus man tatsächlich zum Buddha werden kann. Denn das Potenzial, wir alle haben dieses Potenzial der Erleuchtung. Das wisst ihr doch, dass das in den Lehren steht. Also der Dalai Lama zitiert immer, ein großer tibetischer Lehrer, ein Meister des Trainings des Geistes, bemerkte einmal, dass eines der wunderbarsten Qualitäten des Geistes ist, dass er sich verwandeln lässt. Eine der wunderbarsten Qualitäten des Geistes ist, dass er sich verwandeln lässt. Man kann den Geist verwandeln. Leid kann verwandelt werden. Schwierigkeiten können verwandelt werden. Alles ist möglich. Ich erinnere mich, nicht in den letzten Jahren, sondern eher in den 70ern oder in den 80ern. Da sagte Dalai Lama immer, er hatte diese bestimmte Ausdrucksweise dabei. Ich glaube, er hielt immer seine linke Hand vor Augen und sagte, wenn immer ich ein Problem habe, wenn immer es irgendeine Schwierigkeit kommt, etwas, wenn ich etwas Schockierendes höre, irgendeine Schwierigkeit, versuche ich immer eine positive Seite zu finden. Ich schaue immer von allen Seiten. Also wenn immer irgendetwas passiert, eine Schwierigkeit oder irgendetwas, statt es einfach nur zu sehen und zu sagen, das will ich nicht, das ist schlecht, ich hasse das, versuche eine positive Seite zu sehen. Immer, es gibt immer eine positive Seite. Wenn du wirklich das von der positiven Seite anschaust, dann findest du immer einen positiven Punkt, findest immer einen guten Punkt. Selbst in Schwierigkeiten. Das ist wirklich erstaunlich. And then what happens on the other end in a good way? Was passiert dann? Auf der anderen Seite, wenn du eine Schwierigkeit hast, etwas kommt her, begegnet dir, hat es vielleicht eine schlechte Zeit. But then you see, like I just give an example. Einfach nur, um euch ein Beispiel zu geben. When I fly, wenn ich fliege, there was a period, dann gab es eine Zeit, also lange Zeit hatte ich überhaupt kein Problem. Aber einige Jahre lang, da hasste ich wirklich Turbulenzen. Wenn das Flugzeug so wackelt. Turbulenzen, ich hasse das wirklich, ich mochte das überhaupt nicht. Und dann habe ich es auch mit der Angst zu tun bekommen. Ich hatte auch so körperliche Reaktionen. Then what happened was this, und dann, was ist dann passiert? It's also
what's the name? Also, Guy. Guy, der ein Pilot bei Air France ist. He was telling me, I was actually flying with him. Ich bin da mit ihm geflogen. I was in the cockpit. Ich saß im Cockpit. And he was explaining to me, actually, und er hat mir das alles erklärt, wie das Flugzeug funktioniert, dieser ganze Mechanismus. When he explained to me, und als er mir das erklärt hat, how the planes are the, or how it wie it's like almost automatic it can be. Ist fast alles automatisch. How he said the plane is to fly. Er sagt, ein Flugzeug ist dazu da, zu fliegen. I mean, he explained in such a way, und er hat das auf diese Art und Weise erklärt. Also meine Worte sind jetzt nicht so gut. It really began to make me understand. Und dann habe ich da wirklich etwas verstanden daran. And then also something happened. Und dann ist auch was passiert. I try not to look at, you know, ich habe dann auch versucht, das nicht negativ zu sehen. I found my own skillful means. Also ich habe meinen eigenen geschickten Mittel gefunden. I found the good place to get, ich habe herausgefunden, dass ein guter Ort in Turbulenzen die Toilette ist. If you go and say not also wenn du zur Toilette gehst, also nicht um da wirklich zur Toilette zu gehen, aber wenn du einfach auf die Toilette gehst und einfach dort bist, dich dort aufhältst, dann scheint das irgendwie anders zu sein. Also so kann man das überwinden. Und dann kannst du dir also logisch erklären, okay, wenn ich mich in diesem kleinen Toilette besser fühle, das ist ja, die Toilette ist ja auch im gleichen Flugzeug. Du kannst das also mit dir selbst durchargumentieren. Und was anderes habe ich herausgefunden, ist, wenn man liegt. Also wenn man wirklich liegt. Also wenn man wirklich liegt, zum Beispiel im Cockpit, der Pilotensitz, kann man wirklich richtig flach liegen. Und dann, wenn es dann wackelt, dann spürt man das nicht so. Es ist ein bisschen wie in einem indischen Zug. Indische Züge wackeln auch. Und dann sollte man auch nicht darüber nachdenken, dass man sich im Himmel befindet. Es könnte einfach ein indischer Zug sein. Und dann kannst du auch darüber nachdenken, dass mehr Menschen in einem Autounfall sterben als im Flugzeug. Und dann kannst du praktizieren. I make certain things which flights are safe or not. Und dann versuche ich herauszufinden, welche Flüge sicher sind oder nicht. Und dann habe ich einfach Zuversicht und entspanne mich. Und jetzt freue ich mich dann. Also Turbulenz oder nicht, kein Problem. Es ist ein Training des Geistes. Ein kleines Beispiel, wie man Furcht oder Sorge überwinden kann. And then also when you put your reliance on the, it actually really works, you know, when wenn man sich dann darauf verlässt, also das funktioniert wirklich, wenn man praktiziert, also in starken Turbulenzen, wenn man da praktiziert, dann scheint es etwas zu ändern. Sometimes you may say, but how is the state of mind? Also ich wollte gerade sagen, wie ist es möglich, dass ein geistiger Zustand auch Umstände verändert? Also erst einmal müssen wir unsere eigene Einstellung verändern. Wenn wir unsere innere Einstellung verändern, unser wahres Wesen stärken, dann ist es wirklich erstaunlich. Also erst einmal muss man sich innerlich ändern. Und dann werden sich langsam auch die Umstände ändern. Wenn man zum Beispiel im Vajrayana Visualisationen macht, when you really start visualizing. Und wirklich anfängt zu visualisieren. Now, it's not just visualizing. Es ist nicht einfach nur visualisieren. Visualisieren heißt eigentlich Mikwa. Es ist eigentlich das Benutzen der Kraft des Geistes. Also Mikwa bedeutet, wie man den Geist ausrichtet, welche Richtung man dem Denken gibt. Denn was passiert normalerweise? Unser Denken ist überall. Wenn man zum Beispiel deprimiert ist oder sich Sorgen macht, dann gehen die Gedanken überall hin. Jemand hat mir gesagt, wenn man deprimiert ist, ist das nicht, dass man da einfach so dumpf ist, wenn man deprimiert ist, sondern stattdessen sind die Gedanken unglaublich schnell. In her language, zillion miles. In ihrer Sprache in zig Stundenkilometern. And what, how do you can stop that? Wie kann man das unterbrechen oder innehalten? If you allow, what happens is, der Punkt ist, wenn man das gestattet, when you allow your mind, just wenn man dem Geist gestattet, wirklich die
Kontrolle zu übernehmen. Dann bekommt er wirklich zig Stundenkilometer Geschwindigkeit und dann wird es immer schwieriger, den Geist unter Kontrolle zu bringen. So, what is important is, und was also wichtig ist, immer so ein bisschen so ein Gefühl hat, dann hört er eine Belehrung an, eine Kassette. Eine kraftvolle Belehrung. Ein bisschen so, wenn du den Lehren zuhörst, dann bearbeitet das den Geist. Es bringt dich wieder in Fokus. Du bist wieder ausgerichtet. Wenn du dir eine Belehrung anhörst, nach einer Weile, dann lenkt es dich ab von deinem Denken. Und dann trittst du vielleicht in die Energie der Lehren ein und fühlst dich inspiriert. Daher, wenn du ein Video anschaust, eine Belehrung, such dir ein paar aus, dann schau sie dir an. Und dann bleib aber nicht in deinem Zustand. Fühl dich einfach nicht nur miserabel oder so. Und dann bleib da nicht drin. Weil wenn du das tust, dann geht das einfach so weiter und entwickelt noch Kraft. Zum Beispiel, wenn ein Auto keine Bremsen hat und du fährst damit, dann wird das immer schneller, bis es irgendwo auffällt. Du musst das also schneller stoppen. Man sollte so ein Frühwarnsystem haben. Ah, vorsichtig, da kommt es. Also ein Frühwarnzeichen. Es fängt an und sofort hörst du an, deine Belehrung anzuhören oder etwas, was deine Energie verwandelt. Es ist einfach nur eine Energie. Aber wie ich gestern schon gesagt habe, das heißt jetzt nun auch nicht, wenn es jetzt heißt, das ist in deinem Geist, heißt jetzt auch nicht, dass dein Geist immer so ist. Wenn ich jetzt sage, das ist dein Geist, dann denkst du jetzt vielleicht, oh, mein Geist ist so. Dann fragst du dich, wie kann ich mich ändern, wenn mein Geist so ist? Aber der Geist ist ja nicht etwas Festes. Er ändert sich immer. Dein Geist ist so, weil deine Denkgewohnheiten so sind und die kannst du ändern. Also meine nicht, der Geist sei etwas Statisches, etwas, was immer gleich wäre. Wie der große Meister sagt, Dalai Lama zitiert immer diesen großen Meister, die wundere Qualität des Geistes ist, dass er sich verwandeln lässt. Es gibt diese unglaubliche Geschichte. Tukul Turner erzählt das in seinem Die heilende Kraft des Geistes. Die Geschichte von einem, there was one this, monk or this ein Lama, Mönch oder Lama. He was really actually, der war wirklich, der war vollständig. Also man musste ihn festbinden. Rope him down, wirklich mit Seilen festbinden. Es war fast körperlich. But then you see, through the training aber of the mind, durch das Trainieren des Geistes wurde er zu einem unglaublichen Beispiel des Friedens. I'm not telling this, also ich erzähle die Geschichte jetzt nicht so gut. So it's possible, aber es ist wirklich möglich. Also selbst jemand, also wenn man so aufgebracht ist, dass selbst alle Gliedmaßen in alle Richtungen sich bewegen, also selbst das kann man ändern. So, you see, what I'm saying is that so that was ich damit sagen möchte, break the habit. Man muss einfach die Gewohnheit durchbrechen. And also one thing very important, etwas sehr Wichtiges ist, you see, problem often in our case, das Problem ist oft in unserem Fall, when we have negative thoughts, wenn wir negative Gedanken haben, like for example, like today, zum Beispiel heute, it's raining, es regnet, cloudy, es ist wolkig, yeah. You might think in your dann mind, meint er vielleicht, this is Lehrer Bling. Das ist Lehrer Bling. No. Nein. This is not Lehrer Bling. Das ist nicht Lehrer Bling. It's just that weather. Das ist einfach schlechtes Wetter.
ist einfach das Wetter. Das liegt nicht an der Erblingen. Like yesterday and the day before. Gestern und vorgestern the Erblingen was beautiful, sunshining. Schien die Sonne wunderbar in der Erblingen. I think sometimes the trouble with us is das Problem mit uns ist manchmal, something negative, wenn es etwas Negatives gibt, something negative, we think that's us. Dann meinen wir, das sind wir selbst. If you feel that you say, that's me, wenn man dann das Gefühl hat, oh, das bin ich, so bin ich, dann wendet man das gegen sich selbst. And you really kind of are very hard on yourself. Dann geht man ganz hart mit sich selbst um. And then you really, you crush yourself. Dann schmettert man sich selbst out nieder. Ignorance. Aus Ignoranz. Suppressing in the Vajrakilaya practice, isn't it? Wie es in der Vajrakilaya-Praxis heißt. Killing out of anger. Nicht töten aus and Wut, nicht unterdrücken aus Ignoranz. Man unterdrückt sich selbst. That's why you need teaching on the ground. Darum heißt es in den Lehren über den Grund, sie zeigen einem, dass wir die Buddha-Natur haben. Ihr solltet euch wirklich Belehrung über den Grund anhören, über das Potenzial der Erleuchtung. Wir haben die Weisheit, wir haben das Mitgefühl. Und tatsächlich gibt es Zeiten, zum Beispiel wenn ihr mit mir seid, wenn ihr Lehren empfangt, habt ihr euch da nicht manchmal wunderbar gefühlt? Solche Momente, wenn ihr das erfahrt, wenn ihr euch wirklich gut fühlt, wirklich wohlfühlt. Das ist wirklich eure Natur. Das ist deine Natur. Und daher, wenn wir praktizieren, und dann gibt es manchmal Momente, wenn man inspiriert ist, zum Beispiel durch das Zuhören einer Belehrung. Ich habe festgestellt, wirklich, für viele von euch gilt, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, selbst wenn ihr gute Praktizierende seid, gibt es manchmal Momente, wo man nicht praktizieren kann. Ja, ist das Beste, auch nicht zu versuchen zu praktizieren. Natürlich, ihr könnt natürlich auch probieren. Aber ich glaube, das Beste ist dann, eine Belehrung anzuhören. And then come the teaching, there's a part, und dann irgendwo in der Belehrung gibt es vielleicht eine Stelle, die wirklich euren Geist verwandelt. Und dann stellt ihr fest, dann müsst ihr euch auch nicht unbedingt die gesamte Belehrung anhören. Ihr könnt dann da anhalten, und dann praktizieren. Is that clear? Dann wirklich praktizieren. When you really listen to teaching, wenn man sich wirklich eine Belehrung anhört, oder then you begin to see in that, you know, it dann fängt man an zu sehen, mind, dann find, wirklich den Geist verwandelt, dann findet ihr auch einen positiven Weg. Dann findet ihr einen Weg, wie man das benutzen kann. Das Unglaubliche ist, man kann Leid benutzen, Schwierigkeiten benutzen. Also ich kann euch sagen, also auch in meinem Leben, die Natur von Samsara ist, dass es voller Leid ist. Ich hatte meinen Teil auch abbekommen. Ich hatte wirklich so viele Schwierigkeiten. Aber jetzt ist es besser. Still not without problems. Also es ist immer noch nicht frei von Problemen, aber ich habe eine Einstellung gewonnen, dass mir das nichts mehr ausmacht. Das heißt, wenn immer ich wirklich Schwierigkeiten hatte oder Hindernisse, also ist wie vor. Ich teile das mal mit euch. Immer Schwierigkeiten oder Umstände waren, wirklich interessant. Ich glaube, das habe ich meinem Meister Jamin Kenzo Tschökelödöf zu verdanken und den Lehren. Also obwohl wirklich die Welt manchmal zusammenbrach, zum Beispiel wenn man manchmal etwas ganz Schockierendes hört, was macht man dann normalerweise? Normalerweise man zieht sich so in sich zurück. Man zieht sich zurück oder ist deprimiert oder... It's interesting. Interessant, also ich habe festgestellt, ich ziehe mich zurück, aber es ist eine andere Art des Rückzugs. Und ich bin da nicht deprimiert. Und natürlich ist da ein Gefühl von Traurigkeit oder Leid oder es gibt eben diese Schwierigkeit oder Enttäuschung. All das ist natürlich da, wenn man ist ja schließlich menschlich. Aber obwohl das da ist, wirklich unglaublich. Manchmal wirklich interessant, wenn etwas wirklich Schockierendes passiert, wenn etwas auseinanderbricht, das ist wirklich wichtig, das habe ich vorher noch nie gesagt. Erinnert euch dran, wenn etwas wirklich auseinanderbricht,
when something really falls apart, was wirklich auseinanderbricht oder zusammenbricht, dann erkennt man, it's how illusory. Wie illusionsgleich es ist. So, alles eine Illusion, ein Traum. And then, because you realize, you know, how you, how you say. Dann erkennt man. You know, it's like, you know, you don't have to let go. Letting go happens, das heißt, to you. Du musst nicht loslassen. Das Loslassen passiert dir. And you just like a surrender. Du musst ihm einfach nachgeben. Not, you know, giving up. Nicht aufgeben, sondern nachgeben, dem, dich dem hingeben. Like surrender to God, or, you know, so wie sich Gott hingeben. Das Unglaubliche ist, wann immer etwas passiert, wenn Dinge auseinanderfallen, also die Dinge brechen zusammen. Was ich dann wirklich erkannt habe, also sofort, wirklich erstaunlich, oh, das macht eigentlich nichts. Es macht eigentlich nichts. Very strong. Ganz stark, dieses, es macht eigentlich nichts. Because all this is temporary. Denn all das ist sowieso nur vorübergehend da. Ich habe eine Zuversicht in mir selbst. Und dann kann ich das verwandeln. Dass ich das eben verändern kann, überwinden kann. Ich kann das überwinden. Ich habe also diesen Glauben an mich selbst. Das liegt an den Lehren. Und ich stelle fest, dass wirklich innerlich, also was zählt, ist nicht das, was außen ist, sondern das, was innen ist. Hast du das, wenn die Dinge auseinanderfallen? Ist ein bisschen so, wenn die Wolken auseinanderfallen, was wird enthüllt? Der Himmel und die Sonne. Also wenn es zusammenbricht, dann enthüllt es und zeigt es mir meine wahre Natur. Und dann finde ich wirklich meinen Meister, Jami Khenpo. Ich finde Guru Rinpoche. Ich finde wirklich. Also ich sage jetzt nicht, finde meinen Meister, sieht dann aus in dieser Form oder finde jetzt nicht Guru Rinpoche exakt, also jetzt nicht körperlich in der Form, sondern einfach das, was sie sind, finde ich in mir, untrennbar mit meiner eigenen Natur. Es gibt etwas in mir, das nie aufgibt, das nicht getrennt ist von mir, ist das ein Teil meiner Natur, ist meiner Buddha-Natur, ist der aktive Aspekt meiner Buddha-Natur. Und das ist der innere Lehrer. Das spüre ich immer. Und dann fühlt man sich noch bewegter. Dann entsteht eine unglaubliche Dankbarkeit und Hingabe. Das ist was wie eine innere Zuversicht. Man fängt an, eine innere Zuflucht zu finden. Das, was immer passiert, es gibt etwas, das dich nie aufgibt. Und dann erkennst du, dass all diese Dinge nur vorübergehend da sind. Es inspiriert auch Entsagung. Inspiriert Zuflucht. Also das kommt ja auch in den Lehren vor. Zuflucht, denn du findest diese innere Zuflucht, die äußerlich repräsentiert wird in Form von Buddha, Dhamma und Sangha. Und auch wenn du durch Schwierigkeiten gehst, dann hilft es dir, deine Arroganz, deine Selbstgefälligkeit zu beseitigen. Es weckt dich auf, es ist ein wirklicher Tritt in den Hintern. Es weckt dich auf, es lädt dich Mitgefühl. Und du fängst an zu erkennen, wie andere leiden. Und dass du nicht besser bist als andere. Also es lehrt dich daher, also nicht stolz zu sein oder verachtungsvoll. Und dann erkennst du auch, wie wenn andere leiden, wie sie sich fühlen. Du fühlst einfach Mitgefühl, du fühlst mit ihnen. Und dann kannst du das benutzen. Du kannst immer sagen, möge dieses Leid, was ich jetzt durchmache, diese Schwierigkeit, das muss doch einen Grund haben. Also du kannst jetzt dich nicht beschweren, also speziell im Buddhismus, kannst du nicht sagen, Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? So etwas gibt es im Buddhismus nicht. Und es gibt also auch gar nicht so ein Gefühl, dass irgendetwas dich verlassen hätte. Es ist einfach nur eine Reinigung und du solltest es als Reinigung sehen. Und dann sag dir nicht also einfach nur selbst, sondern sage dir, alle, die an etwas leiden wie ich. Es gibt ja so viele Menschen, die leiden wie ich.
Aber es gibt sogar welche, die mehr leiden als ich. Dann ist es ganz wichtig zu vergleichen. Also Menschen, die etwas nicht haben, Menschen unter den schlimmsten Bedingungen. Wenn du sie alle betrachtest, dann erkennst du, wie viel Glück du eigentlich hast. Und dann sagst du dir, mit diesem Leid möge ich alles Leid aller anderen auf mich nehmen. Es gibt ja so viele, die so leiden wie ich und sogar noch mehr. Dann kannst du sehen, dass du wenigstens eine Unterstützung hast, oder dann denk einfach an alle guten Dinge, die du hast. Und dann denk an die anderen, die das nicht haben, und dann kannst du dir sagen, möge ich das auf mich nehmen. Also möge ich das auf mich nehmen, heißt das jetzt nun auch nicht, ich möchte jetzt noch mehr leiden. Ja, große Meister machen das vielleicht, aber da stehen wir vielleicht noch nicht. Große Meister, wenn sie sterben, beten sie darum, dass sie in der Hölle wiedergeboren werden. Damit sie zum Wohle der anderen arbeiten können. Weil sie keine Aversion mehr haben, wenn sie dann in die Hölle kommen, leiden sie nicht daran. Und wenn sie Glück erleben, dann hängen sie nicht daran. Glück und Leid ist also tatsächlich von einem Geschmack. Das heißt jetzt nicht, dass sie gefühllos wären. Dass sie überhaupt nichts mehr spüren würden, kein Glück und kein Leid, sondern nur, dass es kein Ego gibt, also keine Überempfindlichkeit, kein Greifen, sondern stattdessen Mitgefühl. Wenn man dann sagt, möge ich das Leid der anderen auf mich nehmen, dann kannst du sagen, möge dieses Leid, was ich jetzt durchmache, genug sein für andere. Möge ich mit diesem Leid dieses Leid reinigen. Dann kannst du auch das Vajrasattva-Mantra sagen und für die Wesen eine Reinigung durchmachen und dein Leid dann verwandeln in eine Handlung des Mitgefühls. Danach kannst du sogar dem Leid dankbar sein. Wenn du erkennst, aufgrund des Leids hat es dich verändert. Bist du ein besserer Mensch geworden. Es hat dir eine Möglichkeit zum Mitgefühl gegeben. Genau wie zum Beispiel Wellen einen Felsen auf wunderbare Art und Weise formen können. Können all diese Veränderungen in deinen Charakter reinigen. Genau wie Feuer, Eisen in Stahl schmilzt, sind Schwierigkeiten wirklich, wenn man sie gut angeht oder gut auf sich nimmt, und wirklich zu einem guten Menschen machen, zu einem starken Menschen. Aber auch sonst, wenn du das Leid nicht wirklich auf gute Art und Weise nimmst, dann kann es einen bitter werden lassen, nur sauer. Und dann wird man eifersüchtig, neidisch, alles Mögliche. Und am Ende ist das auch für einen selbst nicht angenehm. Naja, was ich damit sagen möchte ist, jedes Mal, wenn du durch fühlende Wesen oder andere Umstände verletzt wirst, wenn du es dir zur Gewohnheit machst, ausschließlich das Leid wahrzunehmen, wird dir selbst das geringste Problem enorme geistige Qualen bereiten. Das liegt daran, dass es das Wesen jeder Wahrnehmung oder Vorstellung ist, egal ob Glück oder Leid, immer stärker zu werden durch Wiederholung. Wenn die Kraft wiederholter Erfahrung allmählich anwächst, werden die meisten deiner Wahrnehmungen nach einer Weile zur Ursache dafür, dass du tatsächlich Unglück auf dich ziehst. Und Glück wird gar keine Chance haben. Also nach einer Weile, wenn du diese Einstellung hast, solch eine Aversion, dann selbst wenn Glück auf dich zukommt, dann siehst du es gar nicht. Oder du bist nicht so glücklich darüber. Dann betrachtest du es wie Leid. Like, it is not the difficulty themselves that make you suffer, but your attitude toward them.
Es sind nicht die Schwierigkeiten selbst, die dich leiden lassen, sondern deine Einstellung ihnen gegenüber. If you only see the suffering, wenn du nur das Leid siehst, only problems occupy him. Dann ist dein Geist nur mit Problemen beschäftigt. So much so that you become incredibly, so sehr, dass du unglaublich, you get so stressed or tense and du wirst so gestresst und so angespannt und es braucht sehr wenig, dich aus der Bahn zu werfen, dich zu verärgern, du hast keine Toleranz, keine Ausdauer, keine geistige Stärke. Stattdessen schaffst du einen geistigen Zustand, wo du sehr leicht leidest. Du wirst zu einem Stachelschwein, zusammengerollt in einen stacheligen Ball der Überempfindlichkeit. The problem is a habit of aversion, which magnifies and exaggerates the suffering. It's like having a patch of skin peeled away, exposing the raw flesh. Just brushing against with a single hair will make, I said it all, you scream. So even a thought that something terrible might happen make you suffer. Das Problem ist unsere Gewohnheit der Aversion, die das Leid wirklich verstärkt und übertreibt. Es ist so, als hättest du ein bisschen Haut abgeschürft und wenn du dann nur mit einem einzigen Haar dagegen kommst, und das habe ich schon erwähnt, fängst du an zu schreien. Also selbst der Gedanke, dass etwas Schreckliches passieren könnte, lässt dich schon leiden. Sometimes you see, don't you notice, when you're hast du nicht schon einmal festgestellt, wenn du unhappy state in solch einem unglücklichen Geisteszustand bist, diese Aversion. Also man versucht ja immer, sich vor Leid zu schützen. Aber leider kann man sich nicht davor schützen. Und genau dieses Nicht-Leiden zu wollen und sich schützen zu wollen, schafft noch mehr Leid, was eigentlich das Lächerliche daran ist. Wenn du zum Beispiel etwas hörst, sagen wir mal, du willst ins Bett gehen, dann hörst du irgendwie so ein negatives Gerede oder etwas, was dich wirklich verärgert und dann in deinem Schlaf stellst du dann alles Mögliche vor. And you have, could be having dann könntest du sogar Albträume darüber haben. And then after a while, nach einer Weile, after about six or seven hours nach that, 6 oder 7 Stunden davon, bist du so erschöpft, you fall asleep, dass du einschläfst. And next day you get up, nächsten Morgen stehst du auf und an dem Abend war es vielleicht auch noch regnerisch, rainy, misty, cold, neblig, kalt. Dann hast du das da gehört und dann bist du so erschöpft, dass du irgendwann einfach einschläfst. Dann wachst du auf, wunderschöner Sonnenschein, wunderbares Wetter. Und das war einfach nur eine Geschichte, keine Realität. Maybe you hear of something or circumstance. Dann manchmal hörst du irgendwie etwas oder von einem Umstand. Wenn du dann tatsächlich in die Situation kommst, wenn du wirklich in der Situation bist, sagen wir mal, du hörst einfach von jemandem, oder mal anders, also sagen wir mal, du versuchst jemandem aus dem Weg zu gehen, oder du versuchst einer Situation aus dem Weg zu gehen. Und in deinem Geist hast du ja wirklich eine ganze Geschichte aufgebaut, wie schwierig das ist, wie merkwürdig. Und dann triffst du denjenigen zufällig in der Straße und derjenige sagt einfach Hallo, auf ganz nette, warmherzige Art und Weise und dann ist die ganze Geschichte vorbei. Ist alles nur in deinem Geist passiert. Was ich eigentlich versuche zu sagen ist, der Geist erfindet so viele Geschichten und daran leidet man dann. Darum heißt es, es gibt kein Elend wie die Sorge. If you put just blame on external situations, circumstances alone, then flame of suffering, negative karma, regression, so on will spread like a wildfire without end. Wenn du nicht erkennst, dass all dies von der Art und Weise abhängt, in der dein Geist diese Gewohnheit entwickelt, und du stattdessen allein äußeren Objekten und Situationen die Schuld gibst, dann werden sich die Flammen des Leidens, des negativen Karmas, der Aggression und so weiter wie eine Feuersbrunst endlos ausbreiten. This is what's called all appearance, perception, rising enemy. The whole world turns hostile. Dies nennt man alle Erscheinungen und Wahrnehmungen werden zum Feind.
ganze Welt scheint gegen dich zu sein. Das heißt, wenn du nicht erkennst, dass das alles davon abhängt, wie dein Geist diese Gewohnheit entwickelt und stattdessen äußeren Objekten und Situationen die Schuld gibst, dann werden mehr und mehr Probleme entstehen. Immer mehr, bis alles zu einem Problem wird. Alles ist dann schwierig. Daher solltest du zu einem sehr klaren Verständnis gelangen, dass der Grund, warum fühlende Wesen, also wir, in diesem degenerierten Zeitalter, warum nennt man es degeneriertes Zeitalter, weil alles grob ist. Wir sind negativ, alles wird gröber. Negativen Emotionen sind grobschlächtiger. Also warum fühlende Wesen in diesem degenerierten Zeitalter von solch großem Leid geplagt werden, ist, dass allein an der Schwäche ihres Unterscheidungsvermögens liegt. Das heißt, weil wir nicht erkennen, dass das alles vom Geist abhängt und unserer Einstellung, stattdessen machen wir Umständen den Vorwurf und aufgrund des Mangels an Weisheit sind wir so von Leid geplagt. So, aversion to harm, Abneigung gegenüber Schaden, Anhaftung an Glück, das sind die zwei Gründe für Leid. In fact, Nyoshin Kenrinpoche says, wie Nyoshin Kenrinpoche sagte, has to be understood, Leid muss verstanden werden, in the same way that a sick person has to recognize the fact they are ill and before they can get medication. So, gleiche Art und Weise wie ein Kranker erkennen muss, dass er krank ist, bevor er eine Medizin nimmt. Wenn er ihn nicht erkennt, dass er krank ist, wird er keine Medizin zu sich nehmen oder sich keine Behandlung unterziehen. Some people believe, einige Menschen glauben, thinking about suffering only make it increase, they think. Dass wenn man über Leid nachdenkt, es But nur anwächst. Happen. Aber das stimmt nicht, sagt er. It is only if you really know about suffering of samsara, es ist nur, wenn man das Leid von Samsara kennt, dass man davon frei werden kann. That is to say, I remember I always tell this story. Ich erzähle immer die Geschichte. Namgyel Nobo Rinpoche. He was very ill. Als er sehr krank war. He had cancer. Er hatte einen Krebs. What was it? It was leukemia. Leukämie. Incredible. Er hatte so viele Probleme mit seiner Gesundheit, aber er war unglaublich stark. Unglaublich, ich bewundere seine Einstellung. Seine ganzen Organe, alles musste sich erneuern. Er war im Krankenhaus und musste sich Behandlung unterziehen. Und dann habe ich ihn einmal angerufen im Krankenhaus. Und als ich ihn anrief, sagte er sofort, this is samsara. Das ist Samsara. See, when he said that, you see, als er das sagte, war das wirklich eine Akzeptanz des Leidens. Wenn du hörst, dass jeder Französisch spricht, why? Warum ist das so? Because we are in France. Weil wir uns in Frankreich befinden. If you arrive in Berlin, everybody speaks German. Wenn du in Berlin ankommst und alle sprechen Deutsch, it's not a conspiracy. Ist das keine Verschwörung. It's not, you know, like, you know, dann liegt das nicht daran, dass du gestorben bist, sondern du befindest dich in Deutschland. Und solange wir uns in Samsara befinden, ist Leid die Natur von Samsara. Wenn du akzeptierst, dass es in Samsara Leid gibt, wenn dann Leid dir widerfährt, dann ist das keine Verschwörung, keine spezielle Bestrafung. Erinnert ihr euch an die Geschichte dieser Frau, die ihr eigenes Kind verlor? Geschichte mit Buddha? Erinnert ihr euch, sie war so voller Trauer, dass sie nicht loslassen konnte. Sie nahm das tote Kind und wollte es wieder zum Leben erwecken und ging zum Buddha und sagte, kannst du mein Kind wieder zum Leben erwecken? Der Buddha sagte, das Einzige, was ich machen kann, ist, hole mir einen Senfsamen aus einem Haushalt, der noch nie den Tod erfahren hat. Dann kann ich dir helfen. Und dann fühlte sie sich sehr ermutigt. Sie ging überall herum und suchte, und wo immer sie hinging,
Überall, wo sie auch hinging, dann erkannte sie, dass es niemanden gab, der keinen Tod erlebt hatte. Jeder erzählte ihr die Geschichte seines Leids und seines Schmerzes. Als sie das erkannte, dann konnte sie loslassen. Sie erkannte, jeder litt. Dann konnte sie loslassen. Daher, wenn wir erkennen, dass Samsara von Natur aus Leid ist, wenn wir das akzeptieren können, das ist ganz unglaublich, dann ist das Leid erträglicher. Zum Beispiel, ein anderes Beispiel, indische Züge. Es war Ende der 60er und Anfang der 70er, als ich in Delhi studierte. Dann bin ich oft mit dem Zug gefahren in Indien, weil ich nicht so viel Geld hatte. Dann bin ich dritte Klasse gefahren. Und in Indien gibt es da dieses Bettzeug, so ganz speziell für den Zug. Also das ist so wie ein Bett. Sagen, du öffnest es einfach und schlüpfst hinein. Und wenn du dann nur am Bahnhof den Zug hörst, dann habe ich dann immer schon fast den Mut verloren. Oh, wo finde ich nur meinen Platz? Weil man muss da so hineinstürzen, um einen Platz zu finden. Wenn du dann einen Platz gefunden hast und es dir bequem gemacht hast, dann wird es nach einer Weile ganz bequem. Nach einer Weile ist die dritte Klasse ganz bequem, wenn du dich dran gewöhnst. Wie es heißt in einer Redensart, nichts ist schwierig, wenn du dich dran gewöhnt hast. Wenn du dich an die Leidensnatur von Samsara gewöhnt hast, darum hat Namgyal Dorje Rinpoche gesagt, das ist Samsara. Also akzeptiere es einfach. Dann gibt es dir wirklich Stärke. Darum heißt es hier, wenn wir das Leid Samsaras kennen, dann können wir davon frei werden. Ken Rinpoche sagt, then they will probably scare us out of our wits. But if we know that they are there, they will probably not even startle us too much. Stell dir vor, jemand trägt eine furchterregende Maske und wartet hinter der Ecke, um hervorzuspringen und dich zu überraschen. Wenn man nicht weiß, dass derjenige da ist, dann wird er dich wahrscheinlich zu Tode erschrecken. Aber wenn du weißt, dass derjenige da steht, dann wird er dich nicht allzu sehr erstaunen. When you see a stuffed animal, you don't know it's a really... Oder zum Beispiel, wenn du ein ausgestopftes Tier siehst und wenn du nicht weißt, dass es ausgestopft ist, dann meinst du, es ist ein Tier. Oder die Geschichte vom farbigen Seil, wenn du meinst, es ist eine Schlange. Und wenn du wirklich ein ausgestopftes Tier siehst, je öfter du es siehst, desto weniger hast du Angst davor. Je öfter du die Maske siehst, desto mehr weißt du, dass es einfach nur eine Maske ist. Wenn du Leid also erkennst, kannst du davon frei sein. Sich von den Hindernissen, die von Feinden, Krankheiten oder schädlichen Einflüssen ausgehen, nicht verletzen zu lassen, will nicht heißen, dass Dinge wie zum Beispiel Krankheit gänzlich beseitigt werden können und nie wieder auftreten würden. Das heißt einfach nur, dass sie kein Hindernis mehr werden auf deiner Pfad zur Erleuchtung. Das heißt jetzt nicht, wenn du auf diese Art und Weise praktizierst, weil du jetzt eben eine Einstellung hast, dass du Leid verwandeln kannst, heißt das jetzt nicht, dass plötzlich alles Leid verschwinden wird. Leid wird jetzt nicht sagen, oh, geh da nicht hin, der praktiziert Glück und Leid in Erleuchtung verwandeln, dass es dann das Leid sich auflösen würde. Was heißt das stattdessen? Es wird kommen. Aber weil deine Einstellung eine andere ist, weil du eine geistige Stärke hast, geistige Stärke, Mut, Ausdauer, dann kann es dir nichts anhaben oder weniger anhaben.
Es wird dir weniger ausmachen. Wenn du also nicht solch starke Aversion gegenüber dem Leid hast, wirst du es leichter verwandeln können. Es gibt einen sehr berühmten Ausspruch, obwohl das, was sich erhebt, das gleiche sein mag wie zuvor, liegt der Unterschied in der Essenz und Methode der Befreiung. Das heißt, dass selbst große Meister die gleichen Emotionen wie wir erleben können. Die Emotionen können aufsteigen, Gedanken können aufsteigen. Aber was ist der Unterschied? Die Art, wie sie darauf reagieren, ist anders. Weil sie es anders betrachten. So fallen sie ihnen nicht zum Opfer. Sie verstehen und sind daher in der Lage zu befreien. Daher, obwohl das, was sich erhebt, dasselbe sein mag wie zuvor, liegt der Unterschied in der Essenz und Methode der Befreiung. Also wie ich vorhin sagte, was wird zuerst passieren? Erst einmal, wenn deine Einstellung anders ist, wenn sie sich verändert hat, dann hast du weniger Aversion, mehr Akzeptanz, mehr Toleranz. Und langsam wird die Kraft deines Geistes anwachsen. Ein bisschen mehr Durchhaltevermögen, also das heißt, du kannst die Dinge besser aushalten. Du wirst weniger Schmerz empfinden. Zum Beispiel auch viele Menschen in Afrika oder die Sherpas in den Himalayas, die gehen barfuß. Und zwar überall. Die haben sich einfach daran gewöhnt. Wenn dein Geist also stark ist, kannst du dem Schmerz gegenüber unempfindlich sein. As the strength of mind develops, wenn sich die Stärke deines Geistes entwickelt, dann haben die Dinge weniger Einwirkung. Nach einer Weile, und das kommt auch später vor, dann wirst du nicht nur dem Leid gegenüber keine Aversion haben, dann entwickelst du sogar vielleicht eine Freude, wenn Leid auftaucht. Das kommt erst später. Aber was ich damit sagen möchte zum Abschluss, ist, dass die Transformation erst einmal in einem selbst beginnt. Man fängt an, eine Veränderung im Geist festzustellen, in der eigenen Einstellung. Dann kann man Leid und Schwierigkeiten kann man besser aushalten, kann besser mit umgehen. Und wenn man besser damit umgehen kann, kann man es auch besser verwandeln. Aber dann nach einer Weile ist das nicht nur eine Verwandlung in einem selbst, sondern aufgrund der Kraft des Geistes werden selbst die Umstände, die Situation anfangen, sich zu ändern. Daher, langsam, wenn du die geistige Stärke entwickelst, kannst du tatsächlich Veränderung bewirken in den Umständen. Nicht nur im Geist, sondern auch in den Umständen. Die Reihe der Belehrungen auf der Basis des Textes Glück und Leid in Erleuchtung verwandeln wird im nächsten Rigpa-Link fortgesetzt werden.